Hallo, liebe Freunde von Let's Code Octawesome. Wir sind in Folge, was weiß ich, keine Ahnung, ist ja auch egal. Viel spannender ist, ob die Änderung, die wir in der letzten Folge gemacht haben, nämlich wir haben diesen Kollisionskrimskrams aus dem, ich wollte fast sagen Core, aber aus dem Kollisionsblock, nämlich dem Actor Host, herausgenommen. Man sieht, ich habe es noch auskommentiert, weil ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Sache war. Und habe das Ganze in den Block ausgelagert. Im Moment ist es noch ein identischer Code. Die wichtigen Parameter hole ich hier so rein. Allerdings bin ich so in der Pause noch nicht ganz so glücklich gewesen damit. Zumal ich überhaupt nicht weiß, ob der Code im Moment so läuft. Ich weiß, manche von euch interessiert das, ob das Ding funktioniert. Ich werde jetzt auch einfach mal starten, aber eigentlich ist es irrelevant. Weil ich habe, wie ihr gesehen habt, schon die Skizze offen, wie die Kollision eigentlich funktioniert. Da sind so ein paar andere Parameter relevant. Und die anderen Parameter sind auch dann für spätere Operationen interessant. Also wo wir zum Beispiel den Pickray-Krimskrams machen zum Beispiel. Deshalb würde ich die Funktion, die die Kollision ausrechnet, grundsätzlich nochmal überarbeiten. Dann hätten wir sie nämlich auch gleich testbar gemacht. Und das ist ja das, worauf wir eigentlich raus wollen. Nur zuerst jetzt mal den Check, so damit alle zufrieden sind und sehen, dass es wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Ja, natürlich nicht mehr. So, also geht kaputt. Leider, 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 da verschwindet der Block im Nebel. Wir haben es kaputt gemacht, oder ich habe es kaputt gemacht. Das macht aber gar nichts, weil ich will es nochmal überarbeiten. Ihr erinnert euch vielleicht, wie die ganze Geschichte funktioniert. Wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ich eine schönere Zeichnung dafür habe. Aber ich glaube, das ist schon die konkreteste von allen, ja. Wir haben ja hier im Prinzip die Kollision mit mehreren Blöcken, das ist das, was hier passiert, und wir haben diesen einen großen Block hier. Das ist der Player. Und der Player bewegt sich mit einem Vektor, das ist dieser hier, und dieser Vektor kollidiert irgendwann in so einen Block rein. Und diese Kollision müssen wir ermitteln und rausfinden, auf welcher Achse das passiert und ab welchem Weg das passiert. Also keine Ahnung, in dem Fall jetzt hier bei 0,6 des eigentlichen Vektors. Und das müssen wir ermitteln, um dann in mehreren Iterationen die Bewegung des Blocks auf allen möglichen Achsen einzuschränken. Ja, wir haben jetzt also das Problem, dass wir im Moment viel zu viele Parameter haben, weil wir alles so integriert gebastelt haben. Aber ich habe mal kurz drüber nachgedacht, wie man das jetzt runterbrennen kann auf die wirklichen wichtigen Parameter und bin darauf gekommen, dass wir effektiv ja nur eine Kleinigkeit brauchen. Wir brauchen nämlich diesen Bewegungsvektor hier, also wir brauchen eigentlich zwei Sachen. Und diese Informationen über die Blocks, die kriegen wir aus den Blocks raus. Also die Collision Boxes für die ganzen Boxen in der Box. Weil wir haben ja in unserem Block potenziell mehrere Collision Boxes, falls die Struktur im Block ein bisschen komplizierter wird. Ja, und die Informationen kriegen wir aus dem Block, das heißt, für die brauchen wir jetzt nicht wirklich abgefahrene Sachen. Aber die Informationen von draußen sind zwei super relevante. Das ist zum einen der Bewegungsvektor, den haben wir ja auch schon drinnen. Ja, ich mal da jetzt nicht drin rum. Das ist der Bewegungsvektor hier. Den haben wir, das ist der Move-Vektor. Und was wir jetzt noch brauchen, im Moment haben wir die ganze Collision-Box. Aber eigentlich brauchen wir nur eine Kleinigkeit, wir brauchen nur den Eckpunkt, um den es geht, weil das ist der relevante Punkt, wenn der Vektor in diese Richtung geht. Das heißt, die Fallunterscheidung, ob positiv oder negativ, die müssen wir vorher schon treffen. Sollte der Block nämlich in Negativrichtung auf der X-Achse unterwegs sein, dann ist plötzlich dieser Block hier an dieser Ecke relevant. Das heißt, die Fallunterscheidung machen wir vorher, aber dadurch wird unsere Methode ein bisschen übersichtlicher, weil im Moment haben wir nämlich die Intersect-Methode mit einer Bounding-Box und das wollen wir eigentlich gar nicht. Effektiv brauchen wir nämlich ein bisschen was anderes. Oh oh. Habe ich gerade kompletten Code rausmarkiert und gelöscht. Wir brauchen was anderes. Wir brauchen, und zwar auch später für den Pickray, brauchen wir nämlich sowas hier. Also ein Float ist eh klar. Ein Intersect. Und der Intersect besteht aus zwei Vektoren, nämlich einer Position. Und der zweite Vektor ist der Move-Vektor. Also so wie wir es schon haben. Und rauskommt, das brauchen wir leider. Die Collision Axis, das ist die Achse, auf der kollidiert wird. Also im Prinzip hat sich nicht viel verändert. Außer, dass wir diese abgefahrene Fallunterscheidung hier nicht mehr machen müssen. Die kommt dann nämlich nach draußen. Für uns ist dann nämlich nicht mehr wichtig, ich hoffe zumindest, ist nicht mehr wichtig, in welche Richtung der Move-Vektor geht.
Ah, doch, ist er immer noch. Ach, scheiße, damit haben wir ja überhaupt nichts gewonnen. Naja, wir haben insofern was gewonnen, dass wir nicht mehr unterscheiden müssen zwischen Box Max und Box Min, weil das draußen schon passiert, aber die Fallunterscheidung muss man trotzdem noch machen, das ist natürlich jetzt dämlich. Ich hatte gehofft, dass wir uns das sparen können, aber dadurch, dass wir leider ja, mit Boxen arbeiten und nicht nur mit Vektoren. Mit einzelnen Vektoren wäre das kein Problem. Also theoretisch könnten wir jetzt sogar hingehen und den jeweiligen gegnerischen Vektor, also dass man diese Operation hier, lass mich mal überlegen, vereinheitlichen könnte auf einen großen Vektor. Das ist das, was mir sowieso schon seit Anfang an auf den Nägeln brennt, dass der Diff quasi ein Vektor sein könnte. Und dass wir dann diese Operation hier, die Division, dass wir dann einfach einen kompletten Vektor durch den kompletten Move-Vektor zum Beispiel dividieren könnten. Das wäre ziemlich cool. Solche Sachen hatte ich gehofft, dass wir das vereinheitlicht kriegen, aber das kriegen wir leider, fürchte ich, nicht wirklich hin. Dadurch, dass wir diese Fallunterscheidung hier machen müssen, der einzige Unterschied, lass mich kurz mal nachschauen, der einzige Unterschied, der sich hier ergibt, ist das Vorzeichen hier, verdammt. Das ist die Frage, ob wir, wenn wir das clever hinstellen, ob wir nicht vielleicht dieses Vorzeichen uns komplett sparen können. Lass mich das kurz aufmalen. Also es gibt ja grundsätzlich ein paar unterschiedliche Fälle, die eintreten können. Ich bleibe bei 2D, aber effektiv ist das ja alles 3D-tauglich. Also der Hinweis, dass wir das unbedingt in Vektoren umwandeln sollen, das kam mehrmals. Das ist natürlich leicht gesagt, aber richtige, konkrete Codefragmente waren ausnahmsweise nicht dabei. Also das ist jetzt eins der Themen, wo ich Feedback gekriegt habe, ohne wirklich einen konkreten Verbesserungsvorschlag. Das ist schade, aber es zeigt mir auch nur, dass ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen ratlos ist, was das angeht. Okay, also, es gibt mehrere Fälle. Das ist der Kollisionsblock, würde ich mal sagen. Und jetzt gibt es verschiedene Richtungen, von denen der eigentliche Block herkommen kann. Das ist einmal von rechts oben, fährt so rein. Von rechts unten, links oben, rechts unten. Und wie man an den Pfeilen hier schon sieht, ist immer eine andere Kante relevant. So, je nachdem, aus welcher Richtung ich komme, deshalb haben wir diese Fallunterscheidung, ist es wichtig, welche Kante beobachtet wird. Also wenn ich von links komme, ist die rechte Kante relevant. Wenn ich von oben komme, ist die untere Kante relevant und so weiter. Und das ist eben auf alle vier Fälle betrachtet halt jeweils die andere Kante. Weil dann ist nämlich der Punkt hier unten relevant für die Kollision mit diesem Punkt hier. Also auch da wieder die Frage, wenn wir von links oben kommen, ist die linke obere Ecke relevant. Also auch hier in Abhängigkeit von der Richtung des Vektors. Und das ist ein bisschen doof. Das macht uns eigentlich den Ärger. Aber man kann das ja tatsächlich vereinheitlichen, indem man halt einfach mal einfach die Fallunterscheidung am Anfang macht und diesen Bewegungsvektor hier ermittelt. Das heißt, am Ende des Tages sollte es, und das weiß ich eben nicht, das müssen wir uns mal überlegen, keine Rolle mehr spielen, aus welcher Richtung man kommt, die Rechnung sollte dieselbe sein. Und das wäre ziemlich cool, wenn das funktionieren würde. Und das weiß ich eben nicht genau. Das heißt eigentlich, gucken wir mal. Also wie sieht denn die Rechnung für den hier oben aus? Das können wir ja mal kurz durchrechnen. Das heißt, wir haben einen Vektor, der in diese Richtung geht und hier irgendwo reinfällt. Das heißt, wir haben P1, P2 und den Bewegungsvektor V1. So, jetzt haben wir ja die Rechnung im Moment, die sagt, sag mir den Vektor zwischen, also den hier quasi. Das haben wir im Moment als, gerade mal, ob wir die Variablen passend machen. Das ist quasi der Diff. Also den Diff rechnen wir aus. Das ist quasi, ja, gerade gucken, ob das dann nachher einfach so funktioniert. Das ist nämlich P2x.
Nicht mit der Klammer. Ist egal. Minus P 1x. So, das ergibt diesen Diff. Und jetzt berechne ich diesen nx. Nx ist nämlich quasi der x-Anteil von V1 durch den Diff. Oder umgekehrt, ich bin mir gar nicht sicher. Diff durch x. Naja, okay. Machen wir es gleich mal richtig, dann machen wir hier oben die Klammer nochmal raus. Ja. So. X und der Diff ist... Mist, das war Diff durch V1x-Anteil. So, das ist die Rechnung für alle. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das für den Negativanteil auch stimmt. Also man kann das ja mal kurz zusammenfassen. Das wäre dann effektiv... also das ermittelt den Anteil, ab wann hier mit x kollidiert. Wenn das alles negativ ist, dann müsste das ja eigentlich ganz genauso funktionieren. Also ich mache gerade mit fiktiven Zahlen, das heißt, wenn P1, keine Ahnung, 10 ist und P2 20, dann haben wir... Oh, nicht aus dem Folie rausmalen. So, dann haben wir einen Diff von 10. Ist das richtig? Ja. Und ein V1 von, keine Ahnung, 15, sagen wir mal. V1x 15. Daraus ergibt sich ein nx. Also was ich effektiv will, ist der Anteil. Das heißt, in unserem konkreten Fall wäre das 2 Drittel. Das heißt, ich möchte 0,6 rauskriegen. Und 0,6 kriege ich wenn ich 10... Na, will ich... Will ich ein Zehntel? Das ist die Frage jetzt. Doch, ich will... Ich will das, die 2 Drittel haben. Deshalb ja auch die 1 minus. Ja, klar. Okay, deshalb haben wir die 1 minus gemacht. 1 minus Diff. So. Daraus ergibt sich... Diff durch 15 ist... Oha. 1 durch 1,5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. durch 15. Ja, 55. Ach Tom. 10 durch 15. Ja, das ist mein 0,6. Das ist eigentlich das, was ich haben will. Wie jetzt, wo ich es so sehe. Vergiss das da. Das heißt, nx ist 10 durch 15 ist 0,6. Das ist mein richtiges Ergebnis. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir im Negativbereich sind? Das heißt, wenn P1x auf 20 ist und P2 plötzlich auf 10, dann kriegen wir nämlich einen Diff von minus 10, das ist okay. Das deutet darauf hin, dass wir in Negativrichtung unterwegs sind. Jetzt ist aber auch der Bewegungsvektor negativ. Das heißt, nx ist in diesem Fall auch wieder minus 10 durch... Minus 15, weil der Vektor ja in die andere Richtung geht, was für mich wiederum bedeutet 0,6, weil sich das hier rauskürzt. So, das heißt, der x-Achse ist es eigentlich schon mal egal, in welche Richtung wir unterwegs sind. Wir kriegen in beiden Fällen dasselbe Ergebnis und das ist ja eigentlich auch richtig so. Warum machen wir diese Fallunterscheidung? Warum haben wir das damals gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Weil das Schöne ist jetzt, dass wir das im Prinzip auch mit allen anderen machen können. Und wir können dann tatsächlich alles vereinheitlichen. Das heißt, wo x steht, kann nachher auch y stehen und z. Und danach kriegen wir mit diesem n den Anteil der einzelnen Achsen, bis die Kollision eintritt. Und da können wir uns das Kürzeste raussuchen. Das ist eigentlich eine ziemlich smarte Sache. Warum haben wir das damals so kompliziert gemacht? Erinnert sich jemand daran? Ich werde es jetzt einfach mal auf diese Art implementieren und gucken, was passiert. Das heißt, die Implementierung hier wird wesentlich unkomplizierter ausfallen. Nämlich so, wie wir das jetzt hier gerade gemacht haben. Gut, wir müssen leider jetzt immer noch diese Fallunterscheidung mit den einzelnen Boxes machen. Das nervt mich persönlich ein bisschen, muss ich zugeben. Und wir müssen auch das da prüfen, weil wir... Ach so, das können wir so nicht prüfen.
Da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tweaken. Das kriegen wir aber vielleicht auch hin. Also, wir nehmen das hier alles mal mit. So, das heißt, wir haben die Schleife über alle. So, und jetzt müssen wir ausrechnen, ob wir grundsätzlich überhaupt kollidieren. Und das ist jetzt eine Frage, wie wir das machen. Jetzt haben wir nämlich das Problem, dass wir ja immer noch diese Ecke ausrechnen müssen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. Also die Frage, wie man die betroffene Ecke ermittelt. Da müssen wir leider eine Fallunterscheidung machen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Was aber, glaube ich, nicht wirklich tragisch ist. Also das können wir ja mal ganz, ganz schnell hier machen. Das heißt, wir haben hier einen Vektor 3. Ich nenne es mal Box Corner. Corner. Und daraus, also da machen wir jetzt diese Fallunterscheidung. Das heißt, wir gucken hier mal, wenn Move X positiv ist, dann nehmen wir die linke Ecke. Das heißt, unsere Transformed Box Min X. Ansonsten nehmen wir Transformed Box Max X. Ich hoffe, dass ich hier keine massiven Fehler mache gerade. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir das wirklich so machen können. Aber das sehen wir dann gleich. So. Hier natürlich auch Y, Z. Jetzt auch mal überlegen, was passiert bei einem Null. Bei einem Null-Bewegung auf der Achse. Dann ist es irrelevant, ganz einfach. Gut. Damit können wir leben. Jetzt haben wir nur das große Problem, dass wir noch nicht wissen, ob wir aktuell schon kollidieren oder nicht. Weil die Box ja nicht wirklich klar. Können wir das nicht über die Transformed Box sowieso ermitteln? Die Frage also, Transformed Box Intersects, kann man da mit einem Vektor kollidieren? Ray? Ernsthaft, ich kann nicht mit einem Punkt kollidieren. Blöd. Okay, das müssen wir wohl selber implementieren. Okay, aber es gibt Schlimmeres. So, aber das wäre jetzt mal die Ermittlung der Ecke, die relevant ist für uns. Die Box Corner. Das heißt, aus Position. Position ist P1. Box Corner ist P2. Und Move ist V1. Und genauso wie wir das hier jetzt gerade ausgerechnet haben, können wir effektiv auch mit den Vektoren rechnen. Also eigentlich müsste das sogar ziemlich smart gehen. Das heißt, der Diff ist Box Corner minus Position. Und unser NX, also der Anteil, bis die Kollision passiert, ist Diff durch V, Diff durch Move. Das müsste es eigentlich schon sein. Die Gefahr ist, dass Move vielleicht 0 ist, aber dann war die Kollision vorher schon da. Und wir haben jetzt diese Sicherheitsprüfung noch nicht drinnen, also die Prüfung, ob wir ohnehin schon kollidieren, das dann nämlich. Können wir das ausrechnen? Ja, das ist ja gar kein Problem, sehe ich gerade. Wenn der Anteil, das halt, da sind wir. Wenn der Anteil, also das ist quasi diese Prüfung hier, wenn Vx1 größer ist als, oder der absolute Wert, das ist ja die wichtige, die Länge auf, also die Länge des Vektors größer ist als der Diff. Reicht es schon? Das könnte schon funktionieren. Das heißt, die Kollision findet statt, wenn Diff-Länge, das machen wir im Quadrat, weil damit sparen wir uns ein bisschen Zeit, weil die Quadrat, das ist ja, kommt auch selber raus, wenn der Diff kleiner ist als Move. Ist das richtig? Nee, das ist absoluter Quatsch, weil der kann ja grundsätzlich auch in die andere Richtung gehen. Das bedeutet ja noch nicht, dass wir in der Box drinnen landen. Wir brauchen noch eine Möglichkeit rauszufinden, ob wir in der Box landen oder nicht. Und das ist ein bisschen schwierig, wenn wir keine... Wir könnten aus den beiden Vektoren nochmal eine Collision, also eine Bounding Box machen. Player Box quasi, die aus Position und Move besteht.
So. Und dann können wir die beiden kollidieren lassen und gucken, ob die... Ja, wenn die beiden kollidieren, heißt es grundsätzlich, dass unsere Vektoren kollidieren. Oder schon kollidiert haben vorher. Ist das richtig? Also die Idee dahinter, wir spannen eine Box auf, die so ausschaut. Ups. Und prüfen, ob die mit dieser Box hier kollidiert. Wenn das der Fall ist, dann bewegt sich die Box. Also bewegt sich der Spieler in die Box. Stimmt das? Ja, ich glaube ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da einfach die Min-Max-Sachen nehmen können. Weil wir ja hier jetzt das Problem haben, dass wir auch die Negativwerte haben. Also das ist Quatsch hier. Also das da meine ich. Wenn wir nämlich in Negativrichtung unterwegs sind, müssen wir das anders machen. Na gut, dann müssen wir das wohl ein bisschen komplizierter machen. Das heißt, da muss ein neuer Vektor hin. Gerade gucken, ob das als Parameter akzeptabel ist. Min, ja, ist es. Und noch einer. So, das wird jetzt ein bisschen größerer Text. Da müssen wir nämlich Math.min aus Position X und Move X nehmen. Math.min von X. Ach Gott, das kopieren wir alles. Zeit, passt. X, Y, Z. Schade, dass Math.min nicht... Jetzt wird's gut. Nicht mit Vektoren funktioniert, aber das würde eh nicht funktionieren, weil der allgemein kleinere Vektor wäre nicht automatisch der richtige hier. So, dann kopieren wir das mal eben. Und hier unten zählt natürlich der Max-Wert. So, Max. So, damit hätten wir den die Bewegungsbox quasi aufgemacht. Dann haben wir die transformierte Kollisionsbox. Das ist übrigens was, was nach draußen kann. Sehe ich gerade. Das muss man nur einmal haben. Eigentlich bräuchten wir es sogar nur einmal pro... Das könnten wir fast hier reinholen. Ja, aber dann wird die Intersect-Methode wieder so untransparent. Ne, ne, das lassen wir, wie es ist. So, also, wir haben die Player-Box hier draußen. Wir haben die Transformed-Box. Und jetzt müssen wir rausfinden, ob wir überhaupt kollidieren, ob das überhaupt relevant ist. So, das heißt, wenn PlayerBox intersects mit LocalBox, falsch, mit TransformBox, dann haben wir eine Kollision und nur dann ist alles cool. Deshalb machen wir das so. Continue. Wir ignorieren diese Box, wenn sie potenziell überhaupt nicht kollidiert. Kollision gibt. So. So, dann ermitteln wir die, also P2 in dem Fall, also den zweiten Punkt, und das ist abhängig davon, aus welcher Richtung wir kommen. Wir ermitteln Diff und wir ermitteln N, und da wir Diff nie wieder brauchen, machen wir das so. Punkt vor Strichberechnung, deshalb so. Und jetzt haben wir N. Und N sagt uns, auf welcher Achse wir ab welchem Abstand kollidieren. Deshalb werden wir hier oben einen Global N haben. Wie nenne ich das denn? Ein Min, so wie vorher auch. Und der ist erstmal 1, 1, 1. Das heißt, der zählt erstmal nicht. Obwohl, der ist erstmal null eigentlich. Nur dann macht das hier unten alles viel komplizierter. Deshalb ist das mal so, wie es ist. Ja, und dann ersetzen wir quasi min durch math.min min.x oder n.x. Das heißt, wir ersetzen
den immer jeweils kürzesten Wert. Gott, ich hoffe, das funktioniert. Das wäre so cool. Sieht aber vielversprechend aus. So, und würden dann am Ende rausfinden, welche der drei Achsen relevant ist. So, wir brauchen hier noch nicht mal einen Flag, der uns sagt, ob wir grundsätzlich kollidieren, sondern wenn das hier nachher immer noch 1-1-1 ist, dann ist nichts passiert. Mal gespannt. Gut, dann wollen wir mal. Und hier müssen wir jetzt ausrechnen, was denn die kürzeste Strecke war. Wenn das funktioniert, das wird der Hammer. Ich bin selber noch ein bisschen unschlüssig. Die Folge ist eh vorbei. Aber euch ist klar, was jetzt passiert. Also eigentlich können wir sogar noch... wir machen doch noch einen Fleck dazu. Und der wird ja einfach gesetzt, sobald es eine Kollision gibt. Und diese Berechnung wird ja dann trotzdem irgendwie collided true. So. Und hier unten ist quasi die Prüfung, sind wir kollidiert? Dann müssen wir irgendwas zurückgeben, ansonsten ist der Rückgabewert auf access, collision access null und return null. So. Und hier oben prüfen wir dann einfach, auf welcher Achse der kürzeste Wert ist. Das heißt, if n, nee, ist es n jetzt? Nee, min x kleiner min y. Diese dämliche Prüfung haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie. Dann ist collision x, achso, das wissen wir noch nicht. If min x auch kleiner min z, dann ist die collision axis, ups, ja, axis x und return min x, else, dann ist es z. Ist das wirklich der schönste Weg? Irgendwie gefällt mir das gerade noch nicht. Z. Und hier unten gibt es dann nochmal, das bedeutet x ist nicht der kleinste, das ist halt min, wäre dann min y nochmal fragen, ob das kleiner als z ist. Das sieht komisch aus. Also das hier können wir sicher verkürzen, da können wir ja ein math min machen, das geht schon. Allerdings die Achse, die müssen wir ermitteln. Blöd. Okay, in dem Fall ist y der kleinste. Collision axis. Axis y, return min y. Und in dem Fall ist collision axis wieder z. Axis z. Return min z. Kann man z irgendwie rauskürzen? Geht das nicht so? Das ist quasi der Fallback. Ist das richtig? Nein. Nein! Was mache ich denn? So, ich lasse es mal so. Das gefällt mir nicht, aber mei. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Immerhin kompiliert ist. Das bauen wir jetzt noch, bauen wir später in den ActorHost ein. Und gucken, ob es funktioniert. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis morgen.